Mein Name ist Josef Priel. Ich bin hier in der Seelsorgeeinheit Deggingen, Bad Ditzenbach, Gemeindereferent. Hier sind wir im Kloster Ave Maria, in der Klosterkirche. Hier hinten die jährlich aufgebaute Krippe, die attraktiv ist zu besuchen. Johannes der Täufer. Er ist ein Prophet, der zur Umkehr aufruft, zum Umdenken. Wir sollen uns hinwenden zum Herrn, zum Heil, zu dem, was uns Menschen dient, was für uns gut ist. Umdenken, umkehren ist gar nicht so einfach. Wir mussten in den letzten 2 Jahren immer wieder umkehren, umdenken. Mal war es der nachlassende Impfschutz, man braucht 3 Impfungen. Dann entstanden immer wieder neue Varianten, auch jetzt wieder. In dieser Situation hat sich eine Spannung aufgebaut in unserer Gesellschaft, eine Polarisierung, die wahrscheinlich auch vorher schon da war, aber jetzt zeigt sie sich. Da gibt es Befürworter der Maßnahmen, dann Gegner, Impfbefürworter, Impfgegner. Umkehr heißt in dieser Situation, sich aufeinander zu bewegen, versuchen, sich gegenseitig zu verstehen, wahrzunehmen, empathisch, was der andere mir sagen will. Das heißt nicht, dass man über Fakten diskutiert und diskutieren kann. Wahrheit ist Wahrheit. Darüber lohnt es sich nicht zu diskutieren. Diskutieren kann man, wie man mit diesen Fakten umgeht, wie man mit dem Virus umgeht. Dazu sind wir aufgerufen, uns zu verständigen, wie wir möglichst gut durch diese Krise kommen. Ein Weg ist, aufeinander zu bewegen und der andere die Wahrheit, die Fakten anzuerkennen. Hören wir den Ruf von Johannes, kehren wir um.